Viertes Buch Mose 31, Vers 17 bis 19. Dein Gott Jesus Christus, der der Dreifaltige ist, befiehlt die ganzen Midianiten ab, außer die kleinen Mädchen, die jungfräulich sind, für sich zu behalten. Was passiert mit diesen Mädchen? Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Schwachsinn? Schwachsinn. Hast du eine Bibel bei dir? Ich habe eine Bibel bei mir. Okay, schlag mal 4. Buch Mose 31, Vers 17 auf. Los. Guck mal, die ganzen Christen sagen Lüge, 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 Lüge. Er liest gleich Gott vor, kein Problem. Unglaublich. Oh! Oh! Vielleicht bist du Christ, Luca? Ja, genau. Okay, super. Kannst du mir bitte 4. Buch Mose 31, 17 erklären? Ich habe keine Fragen über den Islam. Ich habe nur eine, also ich brauche auch keine Fragen darüber, weil diese Religion mich einfach nicht überzeugt. Ich habe einfach nur eine Frage, was verstehst du unter Allmächtigkeit? Ich habe über deine Bibel gesprochen und du sagst, die kann mich nicht überzeugen. Bist du krank? Aber das ist ich bin kein Christ. Was bist du? Ich glaube an Gott, aber nicht den vom Menschen geschaffenen. Du glaubst nicht an Gott, aber nicht als Gott. Genau. Meiner Ansicht nach ist der menschliche Verstand nicht dazu in der Verfassung zu verstehen, wer Gott ist. Ha! In all seiner Macht und Herrlichkeit. Macht und Herrlichkeit. Genauso wie ein Tier nicht von den täglichen Machenschaften des Menschen versteht. Okay. Bro, what are you talking about, man? Das heißt, kannst du bitte einmal sagen, ich glaube nicht an den Heiligen Geist, er existiert nicht für mich? Nein, ich glaube an Gott. Okay, alles gut. Hat sich erledigt. Hallo? Hallo, bitteschön, Maxi? Also ich will nur ganz kurz, also du sagst, der Christentum ist falsch, ich will nur wissen, wieso. Okay, kannst du mir bitte 4. Buch Mose 31, Vers 17 aufschlagen, bitte? Ich habe keine Bibel bei mir. Okay, also ich habe keine Bibel bei mir. Okay, also soll ich zitieren? Ja, bitte. Männer, Frauen, Kinder, ja. Tiere, ja? Ja. Aber lasst die jungfräulichen Mädchen am Leben und behaltet sie für euch, okay? Ja. Ich frage dich jetzt eine Sache, du musst bitte konkret antworten. Ja. Wie testet man vor über 2000 Jahren, dass ein kleines Mädchen noch jungfräulich ist, ohne Gynäkologen? Das ist ein guter Punkt, ja. Kannst du mir das bitte erklären? Ich weiß, aber ich bin kein Christ, Bruder, ne? Kannst du bitte sagen, ich glaube nicht an den Heiligen Geist? Weil, Bruder, jetzt ganz kurz. Jetzt kannst du bitte sagen, ich glaube nicht an den Heiligen Geist? Muss mich nicht rechtfertigen dafür. Okay, tschüss. Okay. Wenn ich sage, die schwarze Hautfarbe ist eine Strafe und meine ist besser, was sage ich? Dann bist du rassistisch. Okay. Guck mal, wer hat sich bestimmt schon was dabei gedacht? Guck mal, also wenn ich das mache, ist es Rassismus. Wenn aber ein weißer Mann, ein anderer weißer Mann das macht, ist es okay? Poltert, bitteschön, Lipton. Ja, hallo, aber der Bruder hatte recht gehabt. Tattoos und Kuffar. Was? Tattoos sind Kuffar? Tattoos Personen auf einmal. Also ist Tattoos eine Mehrzahl von Personen, die Unglaube begangen haben. Darf ein Weißer das N-Wort sagen? Ich habe mehrere Versionen, also ich kann dir sogar in allen Versionen gerne vorlesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in keiner das N-Wort drin steht. What? Aber bitte laut. Laut. Also ich würde tatsächlich nicht gerne das jetzt so vorlesen. Ja, dass du Leute unterstützt, ja, die Dunkelhäutige darstellen und du noch da drinnen bist und dann noch mitlachst, das ist sehr, sehr traurig. Kannst du bitte laut vorlesen? Ändert wohl ein, seine... Ein was? Bitte? Ein was denn? Jetzt pass, warte mal, ich verstehe nicht. Nein, warte mal. Immer noch nicht den Punkt. Du haust ab, warum steht da das N-Wort? Junge, keine Ahnung, Mann. Woher soll ich das wissen? Wie, keine Ahnung? Gerade eben warst du sicher, dass da ein Tipp war? Ich habe mehrere Versionen, also ich kann dir sogar in allen Versionen gerne vorlesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in keiner das N-Wort drin steht. Ich verstehe jetzt immer noch nicht, was das Christentum jetzt mit dem Alten Testament zu tun hat. Ha! Ist doch allwissend. Warte mal, also Gott ist doch allwissend. Und Gott weiß doch, dass in 2000 Jahren oder in 1000 Jahren das Wort beleidigend sein wird. Ja, okay, aber hast du dir den Kontext auch... Welcher Kontext? Punkt 1 angeguckt? Welcher Kontext rechtfertigt das N-Wort? Hä? Für mich gibt es tatsächlich nur eine einzige Religion, wenn man das jetzt so nennen darf,
Ich gibt es nur das Leben und Mensch. Okay, kannst du bitte sagen, ich glaube nicht an den Heiligen Geist und ich verweigere ihn? Tatsächlich nicht. Bitte keine Paulus-Taktiken machen, ja? Bist du Christ? Nee, ich bin unparteiisch. Okay, kannst du sagen, ich glaube nicht an den Heiligen Geist, der Heilige Geist existiert für mich nicht? Nein. Okay. Das ist ja unglaublich, Alter, wie die lügen immer über ihre eigene Religion. Du sagst ja Kreuzigung, ne? Menschenopfer. Menschenopfer, ja genau. Menschenopfer, ja genau. Nein, eben nicht. Gott sagt, ich möchte keine Menschenopfer. Ja, die mit Puppen spielt. Ach so. Kannst du mal laut vorlesen? Die Israeliten durften ihre Gefangenen zu Sklaven machen. Wie sich daraus ergibt, wurde das Gesetz über die Ehe mit Gefangenen erlassen. So, was machen wir jetzt? Du, in der Diskussion kannst du ja sowieso nur du gewinnen. Bist du Christ? Ja. Okay, bist du dabei, wenn die sagen, sowas ist okay, oder sagst du nein? Nein. Okay, sprich mir nach. Ich bezeuge? Ich bezeuge. Das mit Recht und Wahrheit? Das mit Recht und Wahrheit. Niemand angebetet werden darf? Niemand angebetet werden darf. Außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge? Und ich bezeuge. Dass Muhammad. Sein Diener und Gesandter ist. Sein Diener und Gesandter ist. Herzlich willkommen. Danke, Bruder. Ich habe selber zwei Kinder. Würdest du das zulassen? Niemals. Guck mal, ich frage dich. Jemand, der ist so ein Mann befiehlt, ist er auch... Was soll ich dir die Wahrheit sagen? Allgemein, diese verfluchte Bibel wurde doch von Menschen geschrieben seit Jahren.